Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um den Commodore 64 und um Demos. Und zwar habe ich jetzt da so etliche Demos entdeckt. Und ich dachte mir so, die sind so klasse, so toll. Und die auch die eigentliche Leistung des Computers mal so ein bisschen widerspiegeln. Ich dachte mir, ich schneide da mal so ein paar schöne Szenen zusammen. Noch ein paar schöne originale Musikstücke. Alles, wie gesagt, auf dem Original-Hardware, ohne irgendwelche Umbauten. Also keine Speichererweiterung, keine ROI oder ähnliches, sondern nackt so wie er ist. Das Einzige ist, von außen ist eine Ultimate 2 dran, aber das ist ja praktisch nur ein Floppy-Ersatz. Könnte ich genauso gut mit der originalen Floppy machen. Aber aus Bequemlichkeitsgründen nehme ich dazu jetzt die Ultimate 2 Plus. Ich würde sagen, ich starte mal hinein. Dann schauen wir mal, was wir so schöne Demos haben. Ich würde sagen, holt euch schon mal eine Tasse Kaffee, ein Bierchen und entspannt dabei. Weil heute wird es nämlich sehr entspannend. So, Demos. Ich fange einfach mal oben an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal hinein und schauen uns das erste Demo mal an. Was haben wir denn da? Another Demo AT. Steht AT für Österreich? Man weiß es nicht. Aus dem Jahre 2012. Gut, wir gucken einfach mal hinein. Fällt euch schon was auf? Der Commodore 64 macht Sachen, die eigentlich gar nicht kann. Über den ganzen Bildschirm hat sich jetzt verschoben. Einmal vertikal und ist einmal horizontal. So, man hört irgendwie nichts, aber zumindest höre ich nichts. Das müssen wir mal eben ändern. Ich mache mal eben ein bisschen lauter. Hohoho, das ist aber cool, ne? Scheiße. Chroma Light. Chroma Light? Cool. Die Musik ist aber klasse, ne? Thank you.
So, war das nicht genial? War das nicht genial? Also die Seite 1, die war schon mal top, sag ich mal. Und es kommt natürlich auch gleich sofort Seite 2. Die lassen wir uns ja wohl nicht nehmen, ne? Cool ist denn das Bild? Das ist ja mal richtig cool. Richtig genial.
So, wie geil war denn das Demo bitte? Also ich habe schon einige Demos gesehen, ich habe auch einige Demos mir schon runtergeladen, aber das war ja wohl wirklich richtig genial. Also soundmäßig, auch mit den Stimmen, mit der Animation, also ich stimmt ja einfach nur alles, ne? Ich werde mal gucken, ob ich den Original-Link zu dem Demo noch mal wiederfinde. Packe ich gegebenenfalls unter das Video, wenn ich den habe. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Also ich bin wirklich fasziniert. Also richtig, richtig ganz großes Kino, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Demo wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.